بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, jetzt gerade wie ich auf dem Weg hierhin war, habe ich mir so einige Gedanken gemacht. Und ihr wisst ja, dass insbesondere die Khutbatul Jumma, also die Freitagspredigt, immer auch dazu da ist, die Lage, in der man ist, mit dem islamischen Wissen zu vereinen oder zu vereinbaren oder beziehungsweise aus dem islamischen Wissen, aus dem Koran, aus der Sunna, Verse herauszusuchen, zu selektieren, die uns dabei helfen, mit unserer Situation, für unsere Situation Antworten zu geben und uns zu helfen, uns die richtigen Schritte machen zu lassen. Ja, und ich habe mir dann ehrlich gesagt auch die letzten Tage sehr viele Gedanken gemacht über die Situation allgemein, was auch meine Person betrifft. Und ich hatte auch gestern noch ein längeres Gespräch mit einem Bruder gehabt, ja, und also am Telefon. Und ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich echt stolz auf euch bin. Das wollte ich euch einfach mal gesagt haben, weil was ich eigentlich bisher hier sehr bemerkenswert finde, ist, man sieht immer wieder in sehr vielen anderen islamischen Gemeinschaften, dass immer die Schuld von dem einen zum anderen geschoben wird. Ja? Immer wenn irgendwas nicht läuft, dann wird irgendwie gesucht, du bist es schuld. Ja? Du. Wärst du nicht gewesen, nach diesem Motto. Das ist eigentlich ein riesengroßer Fehler, auch vom Iman her. Ja? Und wir müssen einfach realisieren, wenn wir uns die Geschichte angucken, des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm und seiner Gefährtin, dass es immer Leute gibt, die Fehler machen. Und jeder hat seine Kalkulation. Aber das hat nicht dazu geführt, dass danach irgendjemand ausgeschlossen wurde. Hast gesagt, hier, du bist es schuld. Du hast uns die ganzen Probleme gebracht. Beispielsweise, Usama ibn Zaid, der hat einmal im Krieg, hat der einen niedergeschlagen, mit dem er im Krieg war. Und der, mit dem er im Krieg war, der hat gesagt, als er dann also praktisch keine Chance mehr hatte, hat er gesagt, La ilaha illallah. Und Usama ibn Zaid hat das Schwert erhoben, hat ihn getötet. Daraufhin ging er zum Propheten, a.s.w. Und der Prophet, Friede und Segen, hat ihm sehr hart getadelt deswegen. Er hat gesagt, hast du sein Herz geöffnet? Sodass Usama ibn Zaid gesagt hat, ich hätte gewünscht, ich wäre an diesem, also erst nach diesem, sinngemäß, nach diesem Tag erst zum Islam konvertiert, damit er halt diese Sünde oder diesen Fehler nicht auf seinem Konto hat. Ja, das heißt, es gab Tadel. Das heißt uns erstmal, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen aus dieser Geschichte, Sahaba macht Fehler. Er hat gesagt, der Usama ibn Zaid radiallahu anhu, der hat gesagt, der hat das doch nur gesagt, weil er sich schützen wollte. Der hat das doch gar nicht ernst gemeint. Daraufhin meinte der Prophet, a.s.w., hast du sein Herz geöffnet? Hast du sein Herz geöffnet und in sein Herz hineingeguckt? So, was will ich hiermit sagen? Und dann hat er zu ihm gesagt, was willst du mit La ilaha illallah am jüngsten Tag machen? Also er hat ihn wirklich auf die heftigste Art und Weise getadelt für diese Tat. Aber, erstens, das lehrt uns, die Sahaba machen Fehler. Ein Sahabi hat eine Kalkulation.
der kalkuliert etwas, der will etwas Gutes für den Islam tun und der kalkuliert etwas, der macht einen Fehler. Ja? So, Umar al-Khattab, wie oft hat der Prophet a.s.w. ihn getadelt wegen einer bestimmten Aussage, oder wie, aber trotz alledem ist er von dieser Umma die Nummer 2 nach Abu Bakr. Aber das heißt, Umar al-Khattab, Usama ibn Zayd und wir können jetzt noch bestimmt hunderte andere Sahaba aufzählen, die haben alle Fehler gemacht, die sind alle getadelt worden, ja? Die haben alle eine Kalkulation gehabt, wo sie etwas Gutes für den Islam machen wollen, haben sich vertan, sind getadelt worden, danach hat sich die Sache erledigt. Aber heutzutage hier in Deutschland ist es so, da macht irgendjemand einen Fehler, oder vielleicht noch nicht mal einen Fehler, der kalkuliert etwas. Es ist noch nicht mal sicher, ist seine Kalkulation richtig, ist seine Kalkulation falsch. Er sagt also, ich muss auf diese oder jene Art auf die Leute zugeben, das wird den und den Effekt haben. Leute, die noch nicht mal wissen, warum er das getan hat, die weniger Wissen haben als Sahaba mit Sicherheit, ja, und auch nicht wissen, was hat diese Person mit dieser oder jener Aussage beabsichtigt, fangen an zu reden. Ja, das ist falsch. Das heißt, nicht wie dort beim Propheten, das ist nämlich die zweite Lehre daraus. Das heißt, er hat diesen Fehler gemacht, alles klar, weiter. Jetzt geht's weiter. Brauchen wir nicht mehr nach hinten jetzt zu gucken. Nach hinten gucken wir, um Vergebung zu bitten. Oder nach hinten gucken wir, um uns zu verbessern. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt die Umma anfangen zu spalten. Aber hier ist es heutzutage komplett anders. Ja? Das heißt aber, Alhamdulillah, dass ich das hier in dieser Gemeinschaft bisher nie gesehen habe. Nie gesehen habe. Wie haben die ganzen Probleme angefangen? Wie hat dieses ganze Affentheater angefangen? Ja? Wie hat es angefangen? Es hat alles angefangen mit den Medien, dass etwas erzählt wurde. Ja, dass zum Beispiel, als die Islamschule umziehen wollte, dann wurde dann Abu Enes gezeigt mit Aussagen, mit einem Stock schlagen der Frau. Und mit einem, wo er gesagt hat, ja, und wer vom Islam abfällt, natürlich die Aussagen aus dem Kontext herausgezogen. Ja? Und dann mit, ja, wer vom Islam abfällt, der kriegt irgendwie den Kopf ab oder was weiß ich. Ja? So, da habe ich keinen einzigen von dieser Gemeinschaft gehört. Ja, warum hat er das gesagt? Ach, hätte er das noch nicht gesagt. Warum hat er das gemacht? Ach, jetzt müssen wir uns gegen ihn wenden. Versteht ihr, was ich meine? Es ist etwas, was ich nie gehört habe. Ein anderer Bruder, der hat beispielsweise die Zunge rausgestreckt. Oh, was für ein Verbrechen. Ja, ist ein Fehler. Sagen wir, hätte er besser nicht gemacht. Aber heißt das jetzt, wir verurteilen den? Wollen mit dem nichts mehr zu tun haben? Der ist es schuld, der ist es schuld. Das ist immer das Zeichen von schwachen Persönlichkeiten. Bruder, das ein Zeichen von schwachen Persönlichkeiten ist immer, die suchen immer die Fehler beim anderen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, du hast ein Problem bekommen, du hast ein Problem bekommen. Ja? Und dann, natürlich, das Problem kann an der anderen, an der Gegengruppe liegen, ja? An der Gegenpartei. Aber du suchst dann das Problem in deinen Reihen. Verstehst du? In deinen Reihen suchst du das Problem. Das ist der größte, das ist ein Mittel vom Scheitan, um die Umma zu spalten. Und ein Zeichen von einer schwachen Persönlichkeit. Der sucht bei seinem Bruder irgendwie eine Situation. Genau wie jetzt. Zum Beispiel, ein Bruder hat bei der letzten Kundgebung gesagt, guck mal, wie dumm die sind. Verstehst du? So normalerweise sagen wir, hätte er besser nicht gesagt. Verstehst du? Aber ich habe keinen hier gehört, der raus so einen Film gemacht hat. Oh, boah, oh, wir haben die, hätte er doch nicht. Und versteht ihr, was ich damit meine? Und deswegen, liebe Brüder, kann ich euch hier nur eine frohe Botschaft geben. Und so muss das bleiben. Achi, al-Muslimu achul Muslim. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. La yadlimuhu, wa la yahkiruhu, ja, wa la yakhzuluhu. Ja, und dann sagt der Prophet, a.s.w., ja, der Muslim ist der Bruder des Muslims. Der behandelt ihn nicht ungerecht. Und der lässt ihn nicht in den Stich. Und der betrachtet ihn nicht gering. Denn jede einzelne Person ist unheimlich wichtig. Ohne euch, ohne eure Arbeit, was könnten wir machen? Nichts. Versteht ihr? Und deswegen, das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Ja, nicht immer hier, der ist schuld und der ist schuld und hin und her und hätte man nicht und das ist falsch und so weiter. Wir haben alle unsere Kalkulation. Jeder kalkuliert etwas anderes. Und wenn wir aus dem Fenster gucken und wir schauen aus dem Fenster hinaus, dann sieht jeder was anderes. Jeder sieht was anderes. Der eine sieht den Muslim, der schwach ist und er möchte dem Kraft geben. Der andere sieht sein Haus oder seinen Verein, den er nicht in Gefahr bringen will. Der eine sieht dieses, der eine sieht jenes. Und im Endeffekt muss jeder entscheiden, was für ihn Priorität hat und was für ihn am wichtigsten ist. Aber hier in Deutschland hast du es mit so vielen Leuten zu tun, Alhamdulillah, dass wir es hier nicht haben, die nur meckern können.
Die können nur meckern. Und die nehmen sich sogar das, was die Medien erzählt haben, die nehmen sich sogar das, was die Medien erzählt haben, lassen sich dadurch gegen ihre Brüder beeinflussen. Ich will mal kurz, ich mache jetzt mal kurz, Rewind mache ich jetzt mal kurz. Ne? Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück zu der Situation, was hier überhaupt passiert ist. So. Es wurde erstmal was gemacht? Es wurde erstmal große Lügen erzählt. Hier in diesem Gebäude sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Dann haben sie was ganz Neues erfunden, ja, was ganz Neues. Das heißt, du gibst den Leuten ein Label, Salafisten. Jetzt, die haben jetzt den neuen Label, haben die jetzt, ja, das ist die Trademark, ja, die neue Marke, Salafisten. Ja, okay, was sind denn Salafisten? Jetzt fangen wir an zu definieren, was ein Salafist ist. Okay, wir definieren. Dann kommt die Definition. Also ich meine jetzt nicht wir, sondern ich meine hier unsere Sportsfreunde, ja, die fangen dann an zu definieren, was ist ein Salafist? Das ist jemand, der das Grundgesetz in Deutschland abschaffen will. Das ist die Definition. Und damit hast du praktisch gesagt, weil das ist eine Straftat in Deutschland sozusagen, ja. So, dann, damit hast du jetzt gesagt, aha, wir haben ihnen ein Label gegeben. Dann haben wir, weil auf der Moschee steht ja nicht Salafisten oder irgendwo, steht ja auch nicht im Vereinsbuch Salafisten oder was weiß ich, ja? Steht ja nicht, nee. Das heißt, du gibst denen erstmal die Marke, danach fängst du an, die Marke zu definieren, dann definierst du irgendetwas mit hinein, was du nicht von denen selber gehört hast, sondern das ist deine Definition, ja? Man kann ja verschiedene Dinge auch unterschiedlich definieren und dann, ja, dann ist vorbei, stigmatisiert. Das heißt, dieser Mensch ist ein Krimineller hier, also müssen wir den Verein verbieten. Versteht ihr? Subhanallah, das ist der Schritt, wie es passiert ist. Das heißt, wenn du jetzt jemanden fragst, was habt ihr denn gegen uns? Ja, ihr unterdrückt eure Frauen. Ja, nee, unsere Frauen stehen da hinten, könnt ihr ja mal fragen. Ja, aber die tragen Burka. Ja, okay, hier in Deutschland kannst du tragen, was du willst, ja. Prinzipiell, es sei denn Erregung öffentlichen Ärgernisses, jemand splitternackt über die Straße beispielsweise, ja. Das heißt, die kann das hier tragen. Was ist dein Problem? Das heißt, dein Problem kann nur sein, wenn du davon ausgehst, dass diese Frau zum Kopftuch oder zur Burka oder was auch immer, ja, ich sag jetzt Burka, weil die immer Burka sagen, gezwungen wird. Das heißt, dann ist das aber gar nicht dein, dann ist das gar nicht dein Bereich. Das ist der Bereich, da musst du zur Polizei gehen. Das heißt, es ist alles an den Haaren herbeigezogen. Was gibt es noch für Dings? Ihr braucht nicht zu antworten. Aber so ungefähr läuft es ab. Das heißt, andauernd wird irgendetwas gebracht, dann wird gesagt, oh, gewalttätig. Komischerweise, 5 Jahre, geh doch mal zur Polizei, frag doch mal in 5 Jahren, was es für Beschwerden gab. Frag doch mal. Ja, es wird doch gesagt, ja, die bedrohen hier die Leute und so. Lügen! Frag doch mal bei der Polizei, 5 Jahre, da müsste doch irgendwas bei der Polizei sein. Was passiert ist? Was gemacht wurde? Gibt es nichts. Nichts. Es hat vielleicht einer falsch geparkt oder was. Wie jeder falsch parkt. Das ist das Problem. So, aber was will ich hiermit sagen? So, die Brüder sehen das im Fernsehen, sehen dann mit Spiegel TV. Und die lassen sich von Spiegel TV gegen ihre Brüder aufhetzen. Da sitzt dann irgendjemand, was weiß ich, irgendwo in Norddeutschland, der guckt die Spiegel TV an und er sagt dann, boah, wie geht ihr denn mit den Leuten um? Wie geht ihr denn mit den Leuten um? Das ist erstmal Neid. Ja, das ist erstmal Neid und zweitens reden ohne Wissen. Wer ist hier mit Leuten umgegangen? Rewind, wir machen Rewind. Hier, Abu Adam, was hat der gesagt bei der ersten Kundgebung? Das war vorher, die haben ja vorher eine Demonstration gemacht. Da ist Abu Enes und Abu Adam und Abu Ali, die sind da hingegangen, haben mit den Leuten geredet. Wir wollen mit euch reden, wir wollen auf euch zugehen, wir wollen mit euch diskutieren und so weiter. Da wurde aber nichts von gezeigt. Aber da kommen irgendwelche Brüder aus Norddeutschland, aus Süddeutschland und fangen an zu diskutieren und zu erzählen, was hier passiert ist. Dann, was hat Abu Adam gesagt bei der ersten Kundgebung? Hier, wir wollen auf euch zugehen. Wir haben Verständnis dafür, dass ihr Angst habt, aber wir wollen das widerlegen. Dann dieser Typ da von RTL, den haben wir widerlegt. Was habe ich danach gesagt zu den Leuten? Hier, wir reichen euch die Hände. Diese Leute haben euch gegen uns aufgehetzt. Keine Reaktion, keine Reaktion. Das heißt, was gibt es Leute, die hier ein Urteil fällen über das, was hier ist? Schlauberger, die irgendwo sitzen,
irgendwo sitzen, sich die Wampe fettfressen in ihrer Moschee und fangen an zu diskutieren, was hier jemand kalkuliert hat und wo er vielleicht in seiner Kalkulation etwas besser machen hätte können. Besser machen hätte können. Und so fängt man an, die Umma zu spalten. Aber das Problem ist, und deswegen lasst euch nicht davon beeinflussen. Ja? Jeder kann Fehler machen. Jeder kann was falsch kalkulieren. Wenn ich zum Beispiel etwas aussage in einer Sache, ich habe meine Kalkulation darüber. Ich bin nicht geistig behindert. Ja? Aber man kann gerne draußen sitzen und einen auf schlau machen. Einen auf ganz intelligent machen. Ich habe alles unter Kontrolle. Und dann wird erzählt. Ja? Ja, man soll das nicht so machen, Ihr seid gar nicht in der Situation. Wir sind Menschen mit Persönlichkeiten. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Das, was die Show, die die bisher hier abgezogen haben, die können froh sein, dass da noch keiner richtig auf die Fresse bekommen hat. Und ich warne euch auch davor. Ich warne euch auch davor, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Haltet euch fern. Aber ich rede von diesen Lügen. Ich rede von dem irgendwann, verstehst du, ich rede von der menschlichen Reaktion. Wenn du andauernd über dich gelogen wird. Und dann kommt irgendjemand, der in seinem Büro sitzt und fängt sich an zu beschweren. Fängt an zu erzählen, nee, ihr hättet das anders machen müssen. Ihr habt das falsch gemacht. Ihr wisst gar nicht, was hier los ist. Liebe Schwester im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, die erste Wasiya, die wir uns geben müssen, ist, der Prophet alayhi salatu wurde von einem Mann gefragt, gib mir guten Ratschlag, er sagte, fürchte Allah. Ittaqullah. Wir müssen Allah fürchten. Alle. Aber ich möchte euch hier eine Geschichte erzählen, die ganz am Anfang der Zeit des Propheten passiert ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nicht besonders viel Wissen vom Islam, ja, ich bin ja kein Gelehrter oder so. Aber hätte ich nicht das, was ich gelernt habe, hätte ich schon lange aufgehört mit der ganzen Dawa-Arbeit. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, dieser ganze Druck, den man bekommt, ja, von Medien und so weiter, das ist etwas, was einen sehr platt machen kann. Du siehst ja der Gutenberg. Dieser Gutenberg, der hat seinen besten Job, wo der richtig viel Geld verdient. Ach, der kriegt 2-3 Wochen Druck von der Medien. Der tritt von seiner Sache zurück. Etwas, was viele unterschätzen. Ja? Aber glaub mir, Bruder, was mich am meisten verletzt, ist das dumme Gequatsche von einigen Brüdern. Das ist das, was mich am meisten verletzt. Ja? Leute, die seit Jahren im Windschatten von unserem Fahren sind. Und dann, wenn es berghoch geht, dann fangen sie auf einmal an zu japsen und sagen, ja, du bist zu schnell angefahren. Das ist für mich, sagenhaft ist das für mich. Und deswegen, Brüder, damit ihr euch nicht von diesem Gelaber beeinflussen lässt, weil der Satan ist jetzt am Arbeiten. Am Ende, glaubt es mir, Talut, Saul, ist mit seinen Truppen über den Fluss gegangen. Die sind mit 70.000 Menschen losgegangen, am Ende sind nur noch 4.000 am anderen Ende angekommen. Deswegen müsst ihr euch nicht wundern, wenn viele Leute abfallen und wenn viele Leute weggehen und wenn viele Leute schwach werden und wenn viele Leute anfangen zu schleimen. Denn das ist das, was die da drüben wollen. Und nicht nur die da drüben. Wie Allah im Koran sagt, sie wollen damit, dass ihr schmeichelt, sodass sie schmeicheln. Das ist der Punkt. Zur selben Art und Weise, sage ich nochmal, im selben Atemzug, damit das keiner falsch versteht, müssen wir trotzdem immer versuchen, uns nett und freundlich zu verhalten. Ich weiß, das fällt manchen schwer. Und wenn einer mal ausfällig wird und zum Beispiel zu einer Frau Sexobjekt sagt, dann werde ich ihn dafür nicht aus meinem Freundeskreis ausschließen. Oder hinter ihm herreden. Oder einen großen Film daraus machen. So wie das leider heutzutage einige Leute in ganz Deutschland machen. Wenn irgendjemand etwas sagt, das ist falsch und die Art und Weise ist falsch und so weiter. Und deswegen möchte ich euch an eine Sache erinnern. Der Prophet a.s.w., der hat in seiner Anfangszeit direkt für die Situation, die wir jetzt haben, ganz am Anfang seiner Botschaft, einen ganz gewaltigen Ratschlag bekommen. Von wem? Von Waraka ibn Nawfal. Der Prophet a.s.w. hat seine Botschaft bekommen, ist runtergekommen und hat Khadija erzählt, was passiert ist in Ghar Hira, das heißt in der Höhle Hira. Und sie ist mit ihm zu Waraka ibn Nawfal gegangen.
Ja? Mubarak ibn Nawfal, der verwandt war mit Khadija, radiallahu anha, ja, der ein Gelehrter war in den hebräischen Schriften, der noch von den richtigen Ahl-Kitab war, die nur Allah angebetet haben. Und Mubarak ibn Nawfal in diesem Treffen, was hat er gemacht? Er hat gesagt, guck mal, der erste Moment, jetzt überleg mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was war das Erste, was er gesagt hat? Er sagt, das ist der Engel Jibril gewesen. Und dann sagt er zu ihm, ich wünschte, ich wäre jung. Da gibt er die Erklärung. Dann sagt er, Leitani kuntu hayyan wa yukhrijuka qaumuk. Er sagt, wäre ich doch nur lebendig, wenn dein Volk dich rauswerfen wird. Wäre ich doch nur lebendig, wenn dein Volk dich rauswerfen wird. Werden sie mich rauswerfen? Sagt der Prophet, er sagt, es kam noch nie jemand mit dieser Botschaft, außer dass sein Volk sinngemäß, ja, ihn bekämpft hat. Welche Botschaft tragen wir? Welche Botschaft tragen wir? Welche Botschaft sind wir gerade hier neu rein am Bringen? So wie der Prophet a.s.w. sie damals reingebracht hat. Nur das Problem ist, Achi, dass einige Brüder das nicht verstanden haben. Dass einige Brüder denken, wenn du eine Razzia zu Hause bekommst, ja, das war ein Fehler. Die wollen von mir eine Entschuldigung haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Achi, guck mal, wir sind seine DVDs am Verteilen, jetzt haben wir eine Razzia bei uns zu Hause bekommen, er hat sich noch nicht mal bei uns gemeldet und gefragt, wie es uns geht. Kannst du dir das vorstellen? Achi, wo sind wir gelandet, Achi? Wo sind wir? Wo, Achi, was ist das für ein Islamverständnis? Subhanallah, die erste Aussage, einer der ersten Hadithe überhaupt, aus dem Leben des Propheten, einer der ersten Aussagen, die über sein Leben gemacht werden, nach der Risala, nachdem er zum Propheten gekommen ist. Mir fällt jetzt nur eine Aussage, die davor einfällt, die davor gekommen ist, das heißt, wo der Engel kam und sagt, lies im Namen deines Herrn. Das ist das Einzige, was mir davor einfällt, nachdem er zum Propheten geworden ist. Die erste Aussage ist sofort, die werden dich rausschmeißen. Weil jedes Mal, wenn jemand damit kam, ist er bekämpft worden. Jetzt denkst du, heute ist das nicht mehr so oder was? Und du denkst, heute, wenn jemand bekämpft wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er falsch liegt? Welchen Koran hast du gelesen? Welche Sunna hast du gelesen? Welchen Koran hast du gelesen? Hast du mal Ashabul Uchdud gelesen? Hast du es mal gelesen, was passiert ist? Leute, die geglaubt haben und sind verbrannt worden. Warum sind die verbrannt worden? Ach, die standen vor dem Feuer, ja. Vor dem Feuer, die haben gesagt, ihr sollt euren Glauben aufgeben. Ihr sollt euren Glauben aufgeben. Was haben die gesagt? Was haben die gesagt? Guck mal, die waren in Lebensgefahr. Die waren in Lebensgefahr gewesen. Ach, was haben, und die hätten eigentlich in so einer Situation, kannst du, wenn du in Lebensgefahr bist, hier, jemand bringt dich um, du siehst vor dir, die Leute werden verbrannt. In dem Moment kannst du, ja, mit deinem Mund Kuffer begehen, während dein Herz den Iman hat, in so einer Lebensgefahr. Ach, und was? Die haben geglaubt, die sind verbrannt worden. Ach, nach der Theorie der Leute heute haben die einen Fehler gemacht. Aber nach dem Koran, Dhalikal Fawzul Kabir, ist das der große Erfolg gewesen. Das heißt, welchen Koran habt ihr gelesen? Ich sage zu diesen Leuten, welchen Koran habt ihr gelesen? Welche Sunna habt ihr gelesen? Guckt ihr die Gelehrten des Islam an. Guckt ihr die Gelehrten des Islam an. Guckt ihr Ahmed ibn Hanbal an. Guckt ihr Imam Abu Hanifa an. Guck dir Imam Schäfi an. Guck dir Abu Hanifa, der wurde ausgepeitscht. Es wird gesagt, der ist beim Auspeitschen gestorben. Imam Malik. Ja, es wird gesagt, dass der Shahid ist, weil er gefoltert wurde, beim Foltern gestorben ist. Imam Malik, der konnte nachher seine Hände nicht mehr so, man hat so gebeten, deswegen beten auch viele Malikiten so, mit den Händen an der Seite, weil er gefoltert wurde und seine Schultern kaputt gewesen sind. Imam Ahmed ibn Hanbal, der ist gefoltert worden. Der sollte etwas vom Islam wegnehmen. Der sollte nur sagen, Koran ist erschaffen. Und Leute haben ihm den Tipp gegeben, sagt doch, der Koran ist erschaffen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, guck mal, da drüben sind die Schreiber.
Wenn ich sage, der Koran ist erschaffen, dann wird es stehen. So, Muhammad Abdul Wahhab, der ist nach Basra gegangen, zu einem Gelehrten Al-Majmu'i, der Gelehrter in Lugha war und auch in Hadith, hat bei ihm gelernt und hat dann angefangen, dort richtig mit der Dawa anzufangen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn rausgeworfen, er ist bald unterwegs verdurstet. Aber er ist weiter standhaft geblieben. Am Ende kam der Sieg. Das ist jetzt nur von islamischen Gelehrten und vom Propheten a.s. Und natürlich, wenn wir den Koran betrachten, die Geschichten der Propheten, die Geschichten von Ashab al-Uqdud, immer der Sieg kam immer mit Anstrengungen, immer mit Spaltung und immer sind viele Leute abgesprungen vom Boot. Viele Leute abgesprungen vom Boot. Ja, wir machen lieber etwas langsamer und lieber etwas... So, guck mal Leute. Und sogar in der Geschichte der Menschheit findest du dasselbe. Immer der, der Erfolg hatte mit seiner These, war jemand, der was gewagt hatte. Immer. 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 Hier, wer ist der größte Revolutionär Europas? Martin Luther. Martin Luther, durch ihn wurde die größte Revolution in Europa eingeleitet. Wisst ihr, was das für eine Geschichte ist? Ich will nicht Martin Luther loben, der ist natürlich ein Käfer, das ist gar keine Frage. Aber was ich sagen kann ist, dass der jemand ist, der Mut hatte. Martin Luther, wisst ihr, was er damals gemacht hat? Zur damaligen Zeit war es so gewesen, wenn du nur Pieps gegen den Papst gesagt hast, dann bist du direkt nicht eingesperrt worden, nicht getötet worden, verbrannt worden. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Martin Luther, wisst ihr, was der gemacht hat? Der war auf einer Reise gewesen, da ist ein Blitz fast ihn eingeschlagen und dann hat er sich mit der Religion beschäftigt, ist ins Kloster gegangen und so weiter. Und dann hat er natürlich auch die Sprachen gelernt, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Und dann hat er gesehen, dass das, was in der Kirche gelehrt wird, in der katholischen Kirche, viele Sakramente und so weiter, nicht mit der Bibel übereinstimmt, die er liest. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Zum Beispiel, der Papst ist Vertreter Gottes auf Ehren und so weiter. Dann ist der hingegangen, hat der Schriften gemacht, da hat er nicht gesagt, der Papst hat einen Fehler gemacht. Das konnte schon dein Todesurteil konnte sein, wenn du sagst, der Papst hat einen Fehler gemacht. Wisst ihr, was der geschrieben hat? Der hat gesagt, der Papst ist der Dajjal, hat er geschrieben. Das ist der Antichrist, hat er geschrieben. Und der hat da die Schriften vom Papst genommen und die auf dem Marktplatz verbrannt. Da sagt einer, wir sind zu provokant. Da ist der, dann wurde der gerufen, ich glaube, das war Karl der V., ich habe jetzt die Namen nicht mehr alle im Kopf, zu ihm gerufen. Ich glaube, das müsste Karl der V. gewesen sein, aber auf jeden Fall. Zu einem Adeligen, der für den Kaiser das durchführen sollte. Und der wurde und es war damals so freies Geleit. Das heißt, die bringen dich hier dorthin, danach bringen die dich nochmal zu dir nach Hause. Guck mal, danach bringen die dich nochmal zu dir nach Hause, ja, bevor sie dich danach verbrennen. Jedenfalls, er kam zu diesem Adeligen, ja, und stand vor ihm und er hat gesagt, guck mal, du hast das und das und das geschrieben, wir wollen, dass du deine Aussagen zurücknimmst. Jetzt. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat gesagt, guck mal, das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil auf der einen Seite geht es um mein Leben, auf der anderen Seite geht es um mein Jenseits und ich kann nicht etwas sagen, was gegen meine Vorstellung entspricht, gegen Gott. Weil das, was ich gesagt habe, habe ich für Gott gesagt, aus seiner Perspektive jetzt. Ja? Jedenfalls, was ist dann passiert? Da hat er gesagt, deswegen bitte ich mir noch einen Tag Aufschub zu geben. Einen Tag. Da haben sie ihm einen Tag Aufschub gegeben. Da kam er am nächsten Tag, hat gesagt, es ist so, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und das, was ich geschrieben und das, was ich gesagt habe, ich kann das nicht zurücknehmen. Weil das ist meine Meinung und ich stehe dazu und ich bin vor Gott verantwortlich. Aber ich bin ein fehlerhafter Mensch. Das heißt, wenn man mir zeigen kann mit der Bibel oder mit dem unwiderlegbaren menschlichen Menschenverstand, dass ich einen Fehler gemacht habe, werde ich meine Aussagen zurücknehmen. Da haben die geschrien, hör mal zu, du bist hier nicht hingekommen, um zu debattieren. Du bist hier hingekommen, um deine Aussagen zurückzunehmen. Was hat der gesagt hat? Dann werde ich sie nicht zurücknehmen. Da haben die geschrien, ins Feuer mit ihm. Egal, ich werde die Aussagen nicht zurücknehmen. Kannst du dir das vorstellen, Achi? Kannst du dir das vorstellen, Achi, das ist ein Käfer, ist das.
der zu seiner Sache steht. Achi, heutzutage, der eine Sache gesagt hat, die ihm das Leben kostet. Aber was ist daraus passiert? Daraus ist die größte Revolution passiert und die ganze katholische Kirche ist auseinandergebrochen, weil einer da war, der Mut hatte, die Wahrheit auszusprechen und genug unterstand. Aber heutzutage ist es so, dass die Brüder dir immer mit der Hikma kommen. Ja, lieber ein bisschen vorsichtig. Du hast nichts gesagt, was irgendwie im deutschen Strafgesetz, erstmal, hätte ich beispielsweise was gesagt, was laut deutschem Gesetz, ja, strafbar ist. Da muss man sagen, wenn ich bei YouTube Pierre Vogel eingebe, da kommen 27.400 Einträge. Das heißt, wenn ich einmal in 27.400 Einträgen etwas gesagt habe, dann müsste normalerweise die Brüder sagen, naja, jeder macht mal einen Fehler. Aber nee, so ist das nicht. Sondern da wird reingesucht, um die Dauer kaputt zu machen. Weil es Leute gibt, die neidisch sind. Weil es Leute gibt, über die gerne im Fernsehen gesagt werden würde, der einflussreichste deutsche Konvertit, ja, der Superstar und diese ganze, das hätten die gerne, dass das über sie gesagt wird. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das sage ich dir ganz klar und deutlich, weil ich sehe Karain, ich sehe Zeichen dafür, dass wir es hier mit Neid zu tun haben. So, du hast, aber besser ist, 27.400 Aussagen, davon findest du keine einzige Aussage, explizite Aussage. Explizit, das heißt, die man nicht anders interpretieren kann, die irgendwie gegen das Gesetz so irgendwas falsch ist. Nee, ist nicht. Absolut nicht. Und wer was anderes hat, der soll es mir gerne bringen. Und dann nehme ich es morgen eventuell zurück. Eventuell. Kommt, wenn ich es zurücknehmen kann oder wenn ich dazu stehe. Aber die Sache ist, wir sind gar nicht dazu verpflichtet, irgendwas zurückzunehmen. Leute, das ist die Religion. Dann wird mir vorgeworfen, ja, Pierre Vogel, so, ja, dann wird gesagt, er vergleicht sich mit Ahmed ibn Hanbal und mit Muhammad ibn Abdul-Wahhab. Guck mal, wie die versuchen, mich kaputt zu machen. Guck mal, aber hier habe ich sowas nicht. Ach, es hat nichts damit zu tun. Heißt nicht, dass ich vergleichbar bin mit denen vom Wissensstand her. Wir haben als kleine Kinder mehr Wissen gehabt als ich jetzt. Ja, das ist keine Frage. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir aus der Geschichte von diesen Leuten lernen wollen. Und jetzt guck mal, wie versucht wird auszuweichen. Da wird gesagt, ja, die waren Gelehrte. Ja, die waren Gelehrte. Aber die waren in einer Situation, wo viele Leute auf die gehört haben. Und wenn ich, du kannst jetzt mal im Internet gucken, sage, dass Allah sagt, für mich über allem anderen steht, über Grundgesetz und was auch immer, ja, aber welches Problem haben wir denn dabei, wenn das von 70.000 oder 100.000 Menschen oder von 1 Million Menschen angeguckt wird? Ach, da habe ich eine große Verantwortung für diese Leute. What do you tut hinu for you tinun? Sie wollen damit ihr schmeicheln, damit sie schmeicheln. Aber wir schreiben jetzt schöne Briefe an den Innenminister, zwischen Islam und Demokratie gibt es gar keinen Widerspruch. Gar nicht. Kein bisschen. Hey, wo sind wir gelandet? Da wird gesagt, Pierre Vogel, ihm ist egal, ob der Verein zugemacht wird. Habe ich gesagt. Was meine ich damit, ist mir egal, ob der Verein zugemacht wird? Ich meine damit, das ist der Weg, Leute. Martin Luther, der hat sich versteckt auf der Wartburg, weil er gar nicht mehr rausgehen konnte. Ach, wenn wir nicht bereit sind, etwas zu opfern, dann brauchen wir gar nicht, Bruder, dann können wir einen Folkloreverein aufmachen. Da können wir anfangen, ein Restaurant aufzumachen und Chicken Döner verkaufen. Ach, das ist das Problem. Ach, verstehst du? Ja, mir ist das egal. Ja, mir ist das nicht egal. Ja, wollen die so tun wie, ja, guck mal, mir ist das egal, ob das zugemacht wird. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, selbst wenn er zugemacht wird, das geht weiter. Das ist auch aus dem Kontext ersichtlich. Aber wenn das Herz schwarz ist, und man ein Täuscher ist, und man versucht, die Fakten, Tatsachen zu verdrehen, dann ist das nicht klar, was man damit sagen will. Jeder, dem man das sagt, ja, ist mir egal, der weiß, was ich damit meine. Hier, ich rufe dazu auf, dass der Verein erhalten wird, oder was? Ich rufe dazu auf, dass für den Verein gespendet wird. Ja, ich bin hier fast jedes Mal, wenn es irgendwo geht, um eine Kundgebung oder was auch immer, wenn ich kann. Ja, aber mir ist egal, ob es zugemacht wird. Ja, das gibt doch gar keinen Sinn vom Kontext her. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wir können nicht auf Kosten des Vereins die Botschaft opfern. Der Verein ist dazu da, um die Botschaft zu überbringen. Und wir können nicht sagen, wir machen jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Wir machen jetzt einen auf DTIP,
Ja, damit der Verein erhalten wird. Wir schreiben jetzt einen Brief an den Innenminister, aktiv für die rechtsstaatliche Ordnung. Wir setzen uns aktiv für die Demokratie an. Das ist eine Lüge. Unser Ziel, wir haben keine politischen Ambitionen. Wir sind kein Verein von politischer Weltkunde. Wir sind gar keine politische Partei. Wir sind Leute, die zum Islam rufen. Aber ich kann nicht Lügen erzählen. Wir müssen gerade Leute sein. Was ist das hier für eine Takia ist das, oder was? Neue Takia-Mischung, wir müssen Hekma haben. Dann erzählen die mir, ja, wir haben mit Leuten geredet, die haben schon seit Jahren Dauer gemacht. Ja, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Bei DTIP oder was? Wo sind die? Ja, dann kommen die ja nicht hier in Deutschland, weil in Deutschland können sie nicht mit keinem kommen. Ja, wo richtig ein Aufruf stattgefunden hat. Dann sagen sie dir, ja, in Afrika haben die das gemacht. In Afrika? Ach, in Afrika war im Jahre 1900 die Muslime, ich weiß es jetzt nicht genau, ihr könnt das nachher nachprüfen, weil ich habe es nicht genau im Kopf, glaube ich, viermal so viel wie die Christen. Ja? Viermal so viel wie die Christen. Im Jahre 2000 sind die Christen mehr als die Muslime. Du willst mir sagen, du hast Leute, die in Afrika Dauer gemacht haben? Mashallah, die scheint ja, das System scheint ja nicht funktioniert zu haben. Dieses Jahr, sei mal ein bisschen ruhig. Und hier will ich noch was sagen. Das ist ein Grund, warum so viele Leute in der Dawa am Scheitern sind. Weil die sich schon vorher zu einem Verlierer machen. Die wollen mit dem Käfer reden, dann denken die schon, oh, hoffentlich sage ich nicht dies, und hoffentlich sage ich nicht das, und hoffentlich sage ich nicht das, und hoffentlich sage ich nicht dies, ja? Ach, wenn du so mit jemandem redest, du kannst schon gar nicht mehr rüberkommen. Es ist genauso, als wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst und machst dir voll den Kopf. Du hast gar keine Wirkung mehr. Du hast gar keine Wirkung mehr. Das ist das Problem. Hoffentlich sage ich dies, hoffentlich sage ich das, hoffentlich sage ich das. Bruder, ich habe einen Vortrag gehabt. Ach, da kam einer nach vorne, hat mir das Mikrofon aus der Hand genommen und hat über Strafe von Ridda gefragt. Ich habe die dem eiskalt beantwortet, vor dem ganzen Publikum. Ach, wisst ihr was? Ach, der Typ war ein christlicher Missionar von der übelsten Sorte. 4 Monate später hat er den Islam angenommen. Ein anderer fragt mich über Steinigung, hier diese Steinigungsvideos. Was hat das eigentlich damit zu tun? Ach, da bin ich gefragt worden nach. Ach, da hat einer Islam angenommen, nach dieser Fragenbeantwortung. Da kommt, ja, red nicht über dieses Thema, red nicht über jenes Thema. Bruder, wäre ja auch alles okay. Wäre ja auch alles noch okay, wenn jemand sagt, guck mal Bruder, ich bin der Meinung, meine Kalkulation ist, wir sollten nicht dieses und wir sollten nicht darüber reden und so weiter und so fort. Aber du willst mir erzählen, meine Art ist falsch in der Dauer? Erstmal, es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Wenn du Dauer machst, was nicht zu deiner Persönlichkeit passt, du wirst gar nicht ankommen bei den Leuten. Weil das muss zu deiner Persönlichkeit passen. Wenn Yusuf Estes anfangen wird zu reden wie Khalid Yassin, kommt er gar nicht an. Wenn Khalid Yassin anfängt zu reden wie Yusuf Estes, der kommt gar nicht an. Jeder hat seine Persönlichkeit. Und wenn du das nicht verstanden hast, hast du sowieso keine Ahnung von Dauer, dann sollst du gar nicht mitreden. Weil jeder hat seine Persönlichkeit. Mohammed Hassan ist nicht Abu Ishaq al-Huwaini. Und Abu Ishaq al-Huwaini ist nicht Mohammed Mukhtar Manshankriti. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit ist anders. Aber du willst mir erzählen, die Art ist falsch. Wenn du mir erzählst, an dieser und jener Stelle hättest du etwas anderes sagen können, akzeptiere ich alles. Weil ich habe schon gesagt, bei 27.400 Einträgen nur bei YouTube, kann das schon das eine oder andere Mal passieren. Es kann auch sein, dass man nicht immer die Hikma für jeden trifft. Das ist die eine Sache. Aber zu sagen, du bist falsch, ach hey, das zeigt uns. Und deswegen erzähle ich euch die Geschichte für mich. Ich erzähle euch das, Brüder, weil gerade versucht wird, diese Umma auseinanderzubringen. Es wird gerade versucht, die Leute hier auseinanderzubringen, weil es Leute gibt, die sich in die Hose gemacht haben. Ganz einfach, ganz einfach. Und das ist immer die Fitna von Geld, wenn du auf einmal was zu verlieren hast. Verstehst du? Alhamdulillah. Bei mir aufs Klo, gehe ich mit einer Kerze, weil ich kein Licht auf der Toilette habe. Verstehst du?
Nee, ich sag, guck mal, Bruder, ich könnte mir ein Licht kaufen, verstehst du, was ich meine? Aber diese Sachen bedeuten mir nichts. Bruder, aber wenn du einmal diese Fitna hast, du hast irgendein großes Gebäude oder dieses oder jenes, dann ist dein Ziel auf einmal nicht mehr die Dawa, sondern das Gebäude zu behalten. Und dann wirst du alles umbiegen, nur damit es dein Hikma, Hikma ist das dann, das ist die Hikma, die Weisheit, das ist nicht die Weisheit. Glaub es mir, die Weisheit ist, dass du Stolz zeigst für diese Religion, dich nicht einschüchtern lässt. Und ich gebe euch nur ein Beispiel. Dieses Beispiel, ja, es ist immer so, dieses übertriebene, künstlich nette, ja, dieses, bevor du mit dem Käfer redest, hoffentlich sage ich nicht dieses Falsche und er könnte das falsch verstehen und er könnte das nicht gut finden und so. Guck mal, es gibt eine Person in Deutschland, diese Person, vom Wissensstand her, würde ich dem den Ratschlag geben, keine Vorträge zu machen oder, wenn er einen Vortrag macht, immer vorher den Vortrag mit jemandem durchzugehen, der mehr Wissen hat und dann den Vortrag, danach, weil er hat sehr, sehr viele, obwohl er sich in letzter Zeit auch verbessert hat, sehr, sehr viele katastrophale Aussagen gemacht. Ja? Aber, ne, wir wollen immer fair sein. Ja? Das heißt, ich würde ihm den Tipp geben, wenn er einen Vortrag macht, immer genau vor mit jemandem das durchzugehen, nichts aus dem eigenen Kopf rein zu interpretieren, genau beim Text zu bleiben. Aber dieser Mann, der hat eine Sache. Wisst ihr, was der hat? Der hat Elsa. Der hat Stolz für diese Religion. Und der hat überhaupt keine Angst. Und deswegen nehmen bei dem auch Menschen ohne Ende den Islam an. Weil das ist die Ausstrahlung. Das ist die Ausstrahlung, die du bekommst, wenn du diese Selbstsicherheit hast. Aber wenn du schon vorher den Käfer als jemand siehst, oh, da muss ich vorsichtig sein, da kannst du keinen Erfolg haben in der Dawa. Deswegen, Brüder, warum habe ich euch die ganzen Geschichten erzählt? Erstens, damit wir uns an diesen Beispielen von tapferen Leuten ein Beispiel nehmen. Zweitens, damit wir uns nicht auseinanderbringen lassen, indem jeder die Schuld auf den anderen schiebt. Wir können gerne über Sachen diskutieren. Versteht ihr? Und damit wir von den Neidern geschützt sind. Und damit wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel ist die Dawa. Ach ja, das Ziel ist die Dawa. Die Dawa ist nicht von Einlagen zu Paradies abhängig. Und die ist nicht von irgendeiner anderen Organisation abhängig. Ach ja, heute wird eine Organisation verboten, die geht morgen wieder auf. Und wer sagt, ja, ist zu gefährlich, ist zu dies und das, dem geben wir den Tipp, guck nicht so viel Fernsehen. Komm lieber mal zu uns. Ach ja, wenn ich mir bedenke, Kaplan Jama. Ach, Kaplan Jamal, die haben ein Buch gehabt, wo die gesagt haben, die Grundgesetz zählt gar nicht für uns. Unser Ziel ist, Grundgesetz abzuschaffen. Ach, die sind auf ihrer Dings, bei ihren Dings, die haben Feste gemacht in der Kölner Sporthalle. Da sind die mit dem Maschinengewehr patrouilliert. Und da haben die eine Puppe vom amerikanischen Präsidenten aufgesammelt, den Kopf abgeschlagen. Ach, verstehst du? Wenn wir so eine Aktion bringen würden, da könnte ich ja noch verstehen, wenn uns jemand kommt und sagt, ihr müsst ein bisschen mehr. Ihr müsst ein bisschen mehr Hikma haben, verstehst du? Aber ach, hier fällt mir echt nichts mehr zu ein. Rabbana, ich könnte euch noch so viel erzählen, Brüder. Wie gesagt, haltet weiter so zusammen und lasst euch gleich nicht provozieren. Beste ist, geht einfach direkt nach Hause. Ja. Okay? Weil die wollen wirklich gerne, die sind, man nennt das ja immer, man nennt das ja auf gut Deutsch, nennt man das ein Prügelbetteln, nennt man das. Ja. Die sind um Prügel am Betteln dort drüben. Aber deswegen gebt denen nicht diesen Gefallen. Geht einfach vorbei. Guck mal, die sind alle schon über 70. So lange leben die auch nicht mehr. Steht hier, wir haben alle viele Kinder. Die sind alle deprimiert. Nicht viele Kinder, kaum Enkelkinder und so. Müsst ihr ein bisschen Verständnis haben, müsst ihr euch leid tun. Müssen wir nochmal vorbeigehen und sagen, eine Runde Mitleid und so. Aber, Alhamdulillah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhab an-nar. Allahumma a'izz al-islam wa muslimin. واغفر الشرك والمشركين ودم أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الشرك والمشركين ودم أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقيم الصلاه اخي الله